Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr mit mir in die neue Woche startet. Die erste volle Woche des neuen Jahres. Ich hoffe, ihr habt das Jahreswechselwochenende gut verbracht und seid jetzt bereit für diese Woche, denn es ist eine besondere Woche. Sie wird nämlich im Einfluss des am 7. Januar stattfindenden Vollmondes im Zeichen des Krebs sein. Und ich spüre die Energie schon so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Vollmond vor allem nochmal dazu aufruft, dass wir uns unseres Wertes bewusst werden. Ich hatte jetzt die ganze Zeit am Wochenende über diesen Jahreswechsel diese Eingebung, dass es nochmal darum geht, ein bisschen sich zurückzuziehen. Der Krebs ist ja auch so ein Sternzeichen, das sehr tiefgründig ist, aber oft auch sehr in sich gekehrt. Ja, hinter dem Panzer verbirgt sich ein sehr weicher Kern. Und diese Gefühlswelt, ja, die in uns so verborgen liegt, in die wir gar nicht so oft gerne abtauchen, weil wir natürlich auch ein bisschen befürchten, was kommt da alles zum Vorschein, die wird dieser Vollmond beleuchten. Also ich denke, es geht darum, nochmal abzutauchen in die Untiefen unserer Seele, dort auch eventuell uns nochmal mit Ängsten zu beschäftigen, denn um unsere Werte wirklich zu definieren, ja, um klar für uns zu sein, was wir in unserem Leben verwirklichen möchten, welche Art von Leben wir führen möchten, welche Art von Beziehungen wir führen möchten, bedarf es auch dieser Betrachtung unserer Ängste. Ich habe hier aus dem Amor-Liebes-Orakel mal eine Karte herausgesucht, also die habe ich nicht herausgemischt, und hier heißt es auf der Karte: Bleib dir selbst treu. Und das ist für mich das Motto dieses Vollmondes. Es geht in dieser Woche, glaube ich, darum, das, was wir uns vorgenommen haben für das neue Jahr, nochmal zu reflektieren und auch wirklich erste Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Ihr kennt das bestimmt, ja, ich kenne das von mir auch. Man nimmt sich immer tolle Sachen vor, so im Jahreswechsel, ja, so das alte Jahr schließt man ab. Man sagt so, im neuen Jahr wird das und das und das anders. Und dann vergehen so die ersten ein, zwei Wochen und letztendlich wird man sich dann darüber im Klaren, dass sich eigentlich gar nichts verändert hat, ja. Und ich möchte den Weg aber mit euch gehen, eng an eurer Seite. Und da hilft dieser Vollmond im Krebs jetzt sehr schön. Der wird nämlich in dieser Woche die Energie des Selbstwertes einschwingen. Ja? Ich habe das Gefühl, wir dürfen nochmal hinschauen, wo wackelt unser Selbstwert? Wo fällt es uns schwer, uns selbst treu zu bleiben? Ja, das kann sein, dass du da vielleicht schon die ein oder andere herausfordernde Situation gestern erlebt hast oder auch während des Jahreswechsels. Ja, das ist ja auch oft immer so eine Phase, Weihnachten, Neujahr, wo es darum geht, dass sich Menschen überlegen, schreibe ich dem oder derjenigen oder kommt eine Nachricht, wie reagiere ich darauf? Ja, und da war es schon sehr, sehr wichtig, sich immer wieder zu fragen, bleibe ich mir jetzt hier selbst treu oder falle ich vielleicht wieder in alte Verhaltensmuster aus einer gewissen Verlustangst heraus, ja? Also ein Beispiel möchte ich euch nennen, weil ich diese Situation ja von mir aus vielen Jahren kenne. Ich hatte oftmals mit Micha gar keinen Kontakt und habe mich dann immer gefragt, ob ich ihm am Weihnachten oder an Neujahr dann schreiben sollte oder nicht. Und wenn von ihm nichts kam, hatte ich dann doch das Gefühl, ich muss ihm schreiben, einfach aus der Angst heraus, wenn ich es jetzt auch nicht mache, reißt ein weiteres Stück unserer Verbindung ab. Und wenn ich da hineingespürt hätte, wirklich mich mit diesem Gefühl, was dann dahinter steckte, dass ich geschrieben habe, ja, denn ich bin mir da überhaupt nicht selber treu geblieben, weil mein Vorsatz war ja, ich melde mich nicht bei ihm. Ja, er könnte sich ja auch bei mir melden. Es war ja meistens ich diejenige, die auf ihn zugegangen ist. Und dieses Gefühl, das dahinter steckte, war einfach die Angst,
etwas zu tun, was ihn dann vielleicht erst recht davon abhält, auf mich zuzugehen. Und das ist natürlich verkehrt gewesen, ja. Aber ich habe daraus gelernt, dass es sich lohnt, seinen eigenen Werten treu zu bleiben. Und diesen Vollmond nehme ich jetzt schon im Vorfeld, ja, also die Energie schwingt sich ja jetzt erst ein, nehme ich jetzt schon so wahr, dass er nochmal sein Licht dorthin scheint, in unsere dunkelsten Ecken, wo es Gefühle gibt, ja, die vielleicht mit der Angst zu tun haben, was passiert, wenn ich jetzt tatsächlich meinen Werten treu bleibe, mir selbst treu bleibt, was passiert dann mit meinen Beziehungen? Ja, und da steckt oftmals dieser Wunsch nach diesem Geliebtsein von anderen dahinter, der Wunsch, Anerkennung, Wertschätzung zu erfahren von anderen. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe das Golden Rider Tarot hierfür rausgesucht. Dieses Motto des Mondes ist für mich, bleib dir selbst treu. Ich schaue jetzt einfach mal, was ich hier zeigen möchte aus dem Tarot. Und zum Schluss bitten wir noch die Eulenglückseligkeiten um eine erste Botschaft in diesem Jahr. So, meine Lieben, wir schauen mal. Bleib dir selbst treu. Was möchte das Tarot dazu sagen? Ja, wow. Das fängt ja gleich mit einem Paukenschlag an. Wir sehen hier die vier Kelche. Das ist genau diese Angst vor Zurückweisung und Ablehnung, ja, wenn wir in manchen Situationen uns selbst treu bleiben würden. Ich habe es gerade schon an diesem Beispiel mit Nachrichten erklärt, ja, aber es gibt noch andere Situationen, das kann eine Freundschaft betreffen, das kann auch eine Familienbeziehung betreffen, dass wir vielleicht, keine Ahnung, jetzt zu Weihnachten das Gefühl hatten, eigentlich sind wir auf der ein oder anderen familiären Veranstaltung völlig fehl am Platz. Wenn du deinen Werten treu geblieben wärst, ja, weil das hast du vorher schon gewusst, hättest du vielleicht gesagt, tut mir leid, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag bei Kaffee und Stollen, aber ich komme nicht. Ja. Aber warum kommt man dann doch? Weil man Angst davor hat, die Zuneigung der anderen, das Verständnis der anderen nicht mehr zu bekommen, dass die Menschen uns vielleicht dann ausgrenzen, zurückweisen, ablehnen. Ja. Und deswegen tun wir ganz oft Dinge, die unseren eigenen Wert eigentlich untergraben, aber wir machen es aus der Angst heraus vor Ablehnung oder vor Liebesentzug. Ja. Also da steckt eben ganz oft Ängste dahinter und was fällt? Der Mond. Oh, meine Lieben, ja, per se steht der Mond für die Angst. Es sind Ängste. Und die könnte dieser Vollmond, ja, der Mond fällt hier nicht umsonst, nochmal an die Oberfläche bringen. Ich weiß, viele von euch werden jetzt denken, oh nein, Uli, bitte lass das neue Jahr doch nicht schon wieder so anfangen, dass alte Ängste hier Hallo sagen möchten. Aber meine Lieben, ich sag's immer wieder, wir sitzen alle in einem Boot. Ja? Und ich habe euch versprochen, und das werde ich halten, dass ich euch jetzt ab diesem Jahr sehr, sehr persönlich auch von mir berichten werde. Denn mir steht ja jetzt der Abschied von Micha bevor. Ja, Micha wird jetzt direkt am 19. Januar Mallorca verlassen und zurück nach Bayreuth ziehen. Und ich bleibe erstmal hier alleine auf der Finca, bis unsere Finca einen Käufer gefunden hat. Das heißt, auch hier darf ich mal in mich hineinspüren. Ja, welche Ängste kommen da vielleicht in mir nach oben? Aber ich bleibe meinen Werten treu, denn ich habe mir irgendwann mal selber, und das wünsche ich mir so sehr für euch, und da bin ich an eurer Seite und begleite euch dorthin, versprochen, dass ich alleine stehen kann, denn das möchte Gott von mir. Gott möchte, dass wir alleine stehen können. Denn wenn wir nicht alleine stehen können, wenn wir einen anderen Menschen brauchen, an dem wir uns festhalten, wird eine Beziehung nicht gelingen.
Und deswegen bin ich jetzt gespannt auf diese Zeit, die jetzt kommt. Und ich möchte euch deswegen so nah daran teilhaben lassen, damit ich euch helfen kann. Denn ich weiß, vielen von euch geht es auch so. Ihr fühlt euch allein, allein. Ja, wir sind allein, aber wir sind mit uns selbst. Und die Kraft, die daraus erwächst, aus einer Phase des Rückzugs, der Kontemplation, der Innenschau, ja, wird so ungeheuer groß sein. Und dann nehme ich euch mit. Ich nehme euch mit durch Tiefen, aber auch die Höhen möchte ich mit euch teilen. Das wird interessant für mich, auch sehr, sehr spannend. Es wird eine Menge Videos geben, eine Menge Zoom-Meetings zu dem Thema. Wenn du dabei sein möchtest, schreibe mir gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail, dann nehme ich dich in den Verteiler mit auf für meine Zoom-Veranstaltungen. Und da schauen wir uns zusammen unsere Ängste an. Ja, wir gehen in die Tiefe. Und ein erstes Zoom-Meeting dazu wird es bereits am Vollmondtag am Samstag geben. Eine Vollmond-Session zum Thema: Wir lassen unsere Ängste zu. Ja, die Info kommt über WhatsApp, wie ihr das kennt, rechtzeitig zur Anmeldung. So, meine Lieben. Die nächste Karte, die sieben Kelche. Ja, das ist die Angst vor der Illusion. Sehr passend. Wenn wir uns selber treu bleiben, dann fällt es uns leichter einzusehen, wo wir uns etwas vormachen. Solange wir unsere Werte gar nicht so erkannt haben, ja, und immer versuchen, noch das Gute an einer Situation zu finden, über Ablehnung und Zurückweisung hinwegzusehen, ja, wenn wir uns wenig wertschätzend von anderen behandeln lassen, dann passiert das, dass wir sehr oft in Situationen landen, die eigentlich eine Täuschung sind, weil wir die Realität nicht betrachten wollen. Wenn du heute eigentlich gar keine Lust hast, dich mit jemandem zu treffen, ja, nehmen wir an, du sitzt abends gemütlich bei dir zu Hause, liest ein spannendes Buch, hast du es dir gemütlich gemacht, so, jetzt ruft deine Freundin an und sagt: Oh, mir fällt die Decke auf den Kopf, bitte lass uns was machen. Alles in dir sagt im Grunde genommen: Oh, ich will jetzt aber eigentlich hier lieber sitzen und lesen. So, und dann kommt dein innerer Denker, ja, dann startet der Verstand und du denkst ungefähr Dinge wie: naja gut, aber jetzt, wenn es ihr doch langweilig ist zu Hause, wenn ihr doch die Decke auf den Kopf fällt, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich möchte gerne alleine zu Hause bleiben, ja, das kann ich ihr nicht antun. Und dann gehst du vielleicht mit ihr aus, obwohl du gar keine Lust dazu hättest. Und dann ist diese ganze Situation im Prinzip eine Täuschung. Weil deine Freundin denkt vielleicht, du hast Spaß dran, ja, weil du ihr bestimmt nicht sagst: Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, ich mache es jetzt nur dir zuliebe. Der Abend kann aber gar nicht wirklich klasse werden, ja, weil dein erstes Gefühl zu ihrem Vorschlag war: Nein, ich möchte lieber zu Hause sein. Aber die Angst, ja, dann vielleicht entweder das nächste Mal von ihr auch zurückgewiesen zu werden, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, oder aber, dass sie sich eventuell von dir abwenden könnte, dass sie an eurer Freundschaft zweifelt, dass sie beleidigt ist, ja, lässt dich dann oft mal etwas tun, was aber nicht wirklich deiner Wahrheit entspricht. Und das ist ein sehr schmaler Grat, meine Lieben, für unsere Werte einzustehen und selbst treu zu bleiben, aber trotzdem das gegenüber anderen Menschen auch liebevoll und wertschätzend zu kommunizieren. Vielleicht findet man einen Kompromiss, ja, vielleicht sagst du: Du, pass auf, ich telefoniere gerne jetzt eine Zeit mit dir, ja, sprich dich aus, was geht gerade in dir vor, oder vielleicht magst du jemand anderen fragen, der heute richtig Lust hat, loszuziehen, um die Häuser zu ziehen. Ich habe es mir gerade gemütlich gemacht und ich hätte eigentlich gerne heute auf meinem Sofa gesessen. Also es ist immer natürlich eine Frage: Wie bleiben wir uns selbst treu? Wie kommunizieren wir das auch anderen gegenüber? Ja, oder wenn du eine Einladung in der Familie jetzt über die Feiertage hattest und du hast eigentlich keine Lust, ja, das kannst du auch liebevoll kommunizieren. Aber der beste Weg ist es,
deinen Werten zu folgen. Denn wenn wir das in kleinen Dingen üben, meine Lieben, dann wird es auch in großen Dingen uns wesentlich leichter fallen, uns wirklich für uns selbst einzusetzen und das zu tun, was uns in dem Moment entspricht. Unseren Vorstellungen auch entspricht, von dem, wie wir unser Leben gestalten wollen, wie wir Beziehungen gestalten wollen. Wenn du keine genaue Vorstellung davon hast, wie du in einer Beziehung mit einem Partner oder mit einer Partnerin behandelt werden möchtest, dann rutschst du viel zu schnell in solche Situationen, weil du dich dann danach richtest, wie der andere agiert. Und du bist dann eher der oder diejenige, die reagiert. Wenn du aber ganz genau weißt, was du dir von einer Beziehung erhoffst, was du dir wünschst, wie für dich eine gesunde, erfüllte Beziehung auszusehen hat, dann wird es dir auch viel leichter fallen, gleich selbst zu agieren, wenn du merkst, da passt was nicht. Ja? Wieder ein Beispiel, nehmen wir an, du hast jemanden kennengelernt, du findest diesen Menschen sehr interessant, sehr anziehend. Jetzt kommt es dazu, dass ihr euch verabredet. Okay, es wird ein Date ausgemacht. Kurz vorher, wirklich 2 Stunden vorher, kommt die Absage. Jetzt gibt es ja nur 2 Möglichkeiten, ja? Wenn du dir deines Wertes und auch der Vorstellung von Beziehung nicht wirklich bewusst bist, dann akzeptierst du die Entschuldigung und sagst, ja, naja, ist nicht so schlimm. Wann passt es dir denn dann ein anderes Mal? Ja, und dann lässt du dich auf den neuen Vorschlag ein. Wenn dir das aber, diese Absage 2 Stunden vorher, eigentlich schon ein bisschen sauer aufstößt, dann darfst du auch kommunizieren, du, wenn es jetzt wirklich dieser Notfall ist, in Ordnung, aber eigentlich finde ich es jetzt dann doch ein bisschen sehr kurzfristig. Ja, also ich hoffe, dass wir das nächste Mal dann nicht in der Form nochmal erleben und ich gebe dir gerne Bescheid, wann ich das nächste Mal Zeit habe. Und dann setzt du einen nächsten Zeitpunkt fest. Ja, also dass die Augenhöhe gleich von vornherein sozusagen besteht. Das ist ein Beispiel dafür. Ja, und dann fühlst du dich wie diese Frau, ganz gleich, wenn du als Mann schaust, ist es die Energie, ja. Meine Lieblingskarte fällt hier, das sind die 9 Münzen. Diese Frau hat diese Energie hier hinter sich gelassen, ja. Die ist sich selbst treu, ja. Ich finde es auch wunderschön, wie die Farben der beiden Karten zusammenpassen. Da geht es darum, dass du in deiner Mitte bist, dass du weißt, was du möchtest. Du weißt aber auch, was du nicht möchtest und du kommunizierst dies liebevoll. Wunderschön. Und das sind dann auch gute Voraussetzungen, ja, Menschen in dein Leben zu ziehen, die dich respektieren, die dich wertschätzen. Weil ein anderer Mensch respektiert oder wertschätzt uns immer nur so, wie wir das selbst tun, ja. Und jede Zurückweisung, ja, oder jede schmerzliche Erfahrung wird dann aber sofort mit deiner Selbstliebe geheilt. Oder du suchst Trost aus dem Kelch der Liebe Gottes. Wunderschön, diese beiden Karten, ihr habt es gesehen, fielen gleichzeitig. Da geht es darum, dass auch dieser Frau natürlich mal was passiert, was zwickt und zwackt. Ja, auch diese Frau erfährt mal vielleicht Ablehnung, Zurückweisung, wird mal angelogen, ja, oder erfährt Dinge, die schmerzliche Erkenntnisse für sie bringen. Aber sie hat hier etwas Wesentliches und das ist eine Bank, meine Lieben. Wir haben die Liebe Gottes. Gott, unser Schöpfer, liebt uns bedingungslos und er möchte, dass wir uns selbst treu bleiben. Gott möchte, dass wir für uns einstehen, dass wir unsere Werte verteidigen, dass wir uns groß machen und uns nicht von anderen Menschen unterbuttern, manipulieren oder despektierlich behandeln lassen. Ja, und hier gibt es natürlich immer wieder Schwankungen. Eines Morgens stehst du auf und weißt ganz genau, wer du bist, was du möchtest, was du verdienst. Und dann gibt es aber auch diese Szenarien hier, ja, wo du immer wieder mal auch zurückgeworfen wirst auf dich selbst, wo so eine Angst hochsteigt.
Und ich habe ja das jetzt schon so ein bisschen im Hinblick auf den Vollmond gelegt. Ja, wir werden uns die ganze Woche über mit diesen Energien beschäftigen. Und wie wunderschön zeigt doch diese Legung, dass dieser Vollmond eben genau diese Angst davor, nicht für dich einstehen zu dürfen, weil du befürchtest, dann wirst du weniger geliebt. Ja, dass diese Angst nochmal beleuchtet wird. Und da kann es sein, ja, ich will euch keinesfalls Angst machen, denn ich gehe mit euch da durch. Ich habe es euch vorhin gesagt, kann es durchaus auch mal passieren, dass wir uns ein bisschen fühlen wie diese beiden hier, die durch den Schnee stapfen mit ihren Verletzungen. Denn eine Angst in sich aufsteigen zu lassen, ist nicht angenehm. Aber wenn wir unsere, ich sag mal, Gefühle, die wir normalerweise nicht so gern wahrnehmen, ja, wie Angst, wie Wut, wie Neid, wie Zorn, wie Eifersucht, ja, wenn wir diese Gefühle immer wieder ins Unterbewusstsein drängen, ja, dazu hat auch der Rauhnachtsimpuls vom Sonntag sehr schön gepasst. Wenn du meine Rauhnachtsbegleitung mitmachst auf Facebook und Instagram, hast du es gelesen. Da ging es darum, diese Gefühle, die wir immer wieder ins Unterbewusstsein verdrängen, die sich aber dort ansammeln, wirklich einmal aufzusuchen und da sein zu lassen. Sie haben eine Daseinsberechtigung, denn sie möchten uns etwas mitteilen. Und gerade dieser Vollmond, der vielleicht noch mal diese Angst vor Ablehnung und Zurückweisung beleuchten möchte, ja, hilft uns zu verstehen, warum wir dieses Gefühl in uns tragen. Ganz einfach, weil wir es heilen dürfen. Und die wichtigste Karte für mich, für diese Mondenergie aus dieser Legung, ist das Ass der Kelche. Das ist der gefüllte Kelch Gottes. Denn jede Angst kann durch die Liebe Gottes transformiert werden. Denn wir sind nie allein. Wir sind immer beschützt. Und wir brauchen uns nicht davor fürchten, dass ein anderer Mensch uns vielleicht seine Liebe entzieht oder uns ablehnt. Weil die Liebe Gottes und die Annahme Gottes, so wie wir sind, ist unsere Bank. Und ich werde nicht müde, bis zu meinem Lebensende das in die Welt zu tragen. Denn das bedingungslose Vertrauen in Gott hat mir geholfen, aus einem Leben, in dem ich selbst von mir überhaupt nichts gehalten habe, in eine Energie zu finden, in der ich heute bin, wo ich sage, ich habe gelernt, für mich zu stehen. Außer Gott brauche ich niemanden, an dem ich mich festhalten kann. Und das beschert uns, meine Lieben, eine unglaubliche Freiheit. Ja, denn du hast dann dein inneres Zuhause gefunden. Auch dazu wird es demnächst wieder ein Zoom-Meeting geben. Das war ein Vortrag, glaube ich, den habe ich schon mal gemacht im vergangenen Jahr. Da geht es darum, wie findest du in dein inneres Zuhause, wie findest du in deine Mitte mit einer wunderschönen Meditation. Wir sind dann in unseren Seelengarten gegangen und der Vortrag damals kam wahnsinnig gut an. Den möchte ich gerne wiederholen. Ja, vielleicht hast du ihn schon mitgemacht und möchtest nochmal dabei sein. Ja, meine Lieben, eine Eulenbotschaft zum Schluss noch. Zur Vollmondenergie, bleib dir selbst treu. Oh, das war jetzt aber lustig. Da hat die Eule einen Salto gemacht. Wir haben zwei. Okay, die möchten beide zu uns sprechen. Kleines, erinner dich, du bist nicht das, was du denkst, sondern viel, viel mehr. Na, die passt schon mal wie die Faust aufs Auge. Ein kleines, erinnere dich. Diese Eule möchte dich daran erinnern, dass du so viel mehr bist. Denn du bist ein über alles geliebtes Wesen Gottes. Du bist nicht klein, unbedeutend. Du musst niemandem deinen Kelch hinterhertragen. Du bist so viel mehr als das, was du denkst. Oder als das, was andere Menschen dir einreden möchten. Ja? Und die zweite Botschaft: Lass deine Masken fallen und sei, wie du wirklich bist.
Ich danke euch, liebe Eulen. Das ist natürlich jetzt auch nochmal eine super schöne Botschaft und so passend. Ja, bleib dir selbst treu. Du kannst dir nur treu sein, wenn du ohne Maske durchs Leben gehst. Ja, wenn du Masken trägst, dann befindest du dich vielleicht in einer Illusion. Und das ist eine Täuschung, denn da ist nichts so, wie es sein sollte, weil du dich gar nicht traust, dein wahres Ich nach außen zu tragen. Und deshalb lasst uns unsere Masken in 2022 zurück. Ja, lasst uns so, wie wir sind, mit all unseren Farben ins Jahr 2023 starten. Und dazu gehören auch unsere Ängste. Ja, und wenn dieser Mond uns dabei hilft, hier nochmal einzutauchen in diese Dunkelheit, wo die Ängste sitzen, wo die Zweifel sitzen, wo die Wut sitzt, ja, wo der Neid sitzt, dann lasst es uns gemeinsam tun. Und dazu wird es dann am Samstag eine Zoom-Vollmond-Session geben. Ja, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal. Es wird viel Begleitung geben in diesem Jahr von mir. Ganz intensiv bin ich für euch da. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos teilt, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und kommentiert, denn der Traffic auf der Seite hier erhöht unsere Reichweite auf YouTube. Ich kann es nur immer wieder betonen, wie wichtig es mir ist, dass diese Botschaften, die ich euch hier zur Verfügung stelle, möglichst viele Menschen sehen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn unsere Heart and Soul Family in diesem Jahr wieder ein bisschen wachsen darf. Ich sende euch jetzt eine ganz liebevolle Umarmung. Kommt gut in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Uli. Tschüss.